Okay, liebe Leute, wir machen weiter mit dem Einsteiger-Tutorial für die A10 Tankkiller 2 in DCS World. Mir geht es insbesondere darum, Leuten, die sich in DCS World überfordert fühlen oder vor der Komplexität einfach ein bisschen Angst haben, diese Angst ein klein wenig zu nehmen und erstmal einzusteigen, ein bisschen zu fliegen und ein bisschen Waffen einzusetzen, um erstmal überhaupt Spaß zu haben. Und im ersten Teil haben wir mit ein paar wenigen Tasten im Prinzip gelernt, wie wir das Flugzeug starten, fliegen und wieder landen. Ja, wir haben im Endeffekt eigentlich nur die Trim-Tasten, Fahrwerkstasten, Landeklappentasten und die Steuerachsen belegt. Mehr brauchen wir eigentlich am Anfang gar nicht. Und heute für den ersten Einsatz der Waffen brauchen wir eigentlich auch nur lächerliche 6 Buttons, die wir irgendwie belegen müssen. Das ist so das Minimum und damit kann man einfach schon Waffen einsetzen. Wir erstellen uns wieder unsere eigene Mission im Missionseditor. Der ist sehr, sehr flexibel und ermöglicht das im Prinzip, dass wir unser Spielerlebnis so einstellen, wie wir es wirklich wollen. Wir bauen im Prinzip auf die erste Mission auf, die wir im ersten Teil erstellt haben. Das war einfach nur das Flugzeug platzieren und fliegen. Wir hatten die Karte Marianas genommen, die ist kostenlos, kann sich jeder runterladen, ist eine sehr schöne Karte, ist von der Übersicht her. Also die Insel Guam ist halt sehr, sehr klein und man kann sich kaum verfliegen. Man braucht sich daher am Anfang noch gar nicht großartig um Navigation oder so kümmern. Wir werden heute ungelenkte Waffen einsetzen. Das heißt, wir gehen erstmal auf unser Flugzeug. Wir prüfen nochmal, ob alles richtig ist. Spieler ist eingestellt. Start von Parkposition, Triebwerke an. Startplatz 136. Und wir beladen jetzt unser Flugzeug. Und zwar nehmen wir ein paar Bomben mit und ein paar ungelenkte Raketen, mehr nicht. Damit kann man schon eine ganze Menge Schaden anrichten, mit der Bordkanone zusätzlich ja auch noch. Und wir fangen mal hier an, eine Bombe. Wir nehmen die 2000 Pfund Bombe. Im Endeffekt sind die ganzen Bezeichnungen nicht so wichtig. Es ist immer der Unterschied eigentlich, was hinten dran steht, das ist wichtig. Ne? Also wir nehmen nichts, was lasergelenkt ist. Wir nehmen auch nichts, was irgendwie GPS oder JDAM dran zu stehen hat, sondern wir nehmen die ganz einfachen 2000 Pfund und 500 Pfund Bomben. Ja, in die Mitte machen wir die 2000 Pfund Bombe ran. Wir setzen dann links und rechts die 500 Pfund Bomben, ja, jeweils 3 Stück. Das ist BRU-42 mit 500 Pfund Bomben. Ganz stinknormale ungelenkte Bomben. Und auf der rechten Seite auch. Beziehungsweise am Flugzeug ist es dann links. Und dann nehmen wir ein paar ungelenkte Raketen mit. Und zwar die High Explosive und die Anti-Tank-Raketen haben jeweils auch komplett mit 3x7 Behältern, ja, also mit 3 Behältern A7 Raketen, das sind 21 ungelenkte Hydra M51 Raketen. Und daneben machen wir die 21 ungelenkten Hydra-Raketen MK5. Die MK5 sind Heat-Raketen, High Explosive Anti-Tank. Die sind also eher gegen harte Ziele, also gegen gepanzerte Ziele, ganz vereinfacht gesagt. Und die 51er sind eher so gegen softe Ziele, also leicht und ungepanzerte. Und das spiegeln wir auf der anderen Seite. Die 151er und die MK5. So, und das reicht aus. Und für diese Waffen brauchen wir auch keine besonderen Displays oder irgendwelche Lasergeschichten. Die können wir ganz, ganz stinknormal abwerfen und brauchen da lächerliche 6 Tasten für. So, das speichern wir uns kurz ab. Und jetzt können wir nochmal in die Option gehen. Das kann jeder machen, so wie er möchte. Ich werde hier nachher schon so ein paar Sachen für mich heute zum Testen auch platzieren, die zurückschießen, um so ein bisschen Gefühl für die Range zu bekommen. Ja, wie dicht kann man ranfliegen und, ich sag mal, Raketen abfeuern, ohne dass man selbst beschossen wird. Und zum Üben ist es ganz gut, wenn wir einfach auch die Unverwundbarkeit reinmachen. Das kann aber jeder für sich selbst entscheiden. Ne? Man kann ja sowieso ständig neu starten, ist auch nicht schlimm. Ich nehme auch mal unbegrenzt Treibstoff mit. Ich weiß noch nicht, wie lange ich fliegen werde zum Beispiel. Und ich nehme auch unbegrenzt Waffen mit. Das heißt, wenn ich alle meine Waffen abgeschmissen habe, will ich ja gleich weiter trainieren. Ich will nicht erst landen oder neu starten. Deshalb nehme ich fürs Üben auch unbegrenzte Waffen mit. Ja, Unverwundbarkeit, unbegrenzter Treibstoff, unbegrenzte Waffen. Ist rein zum Üben. Alles andere lassen wir so, wie es auch in der ersten Mission eingestellt war. Wieder abspeichern und jetzt stellen wir uns ein paar Stiele hin. Ein paar Ziele hin. Nicht Stiele, Ziele. Dazu bietet sich ja erstmal dieser Airport an. Der Airport ist aus der Luft eigentlich sehr gut zu erkennen. Wir brauchen also nicht wirklich navigieren. Wir finden unsere Ziele relativ einfach aus der Luft, weil der Airport wirklich sehr markant ist.
So, und dann kann man, um zum Beispiel einfach mal auch die Wirkung der ganzen Bomben zu testen, einfach verschiedene Blöcke aufbauen, wenn man möchte. Ja, ich fange erstmal mit statischen Zielen an. Das ist hier dieses Symbol. Das sind im Prinzip Ziele, die nicht zurückschießen. Welche Fraktion man wählt, ist wieder vollkommen egal. Ich nehme erstmal Team Rot und wir nehmen Bodenfahrzeuge. Und wir bauen uns hier zum Beispiel erstmal ein paar Panzer auf. Ja, gerade diese Panzer hier, die modernen Panzer, die halten doch eine ganze Menge aus. Die haben teilweise reaktive Munition. Da kann man so ein bisschen testen auch. Reaktive Panzerung meine ich. Der 90er müsste das sein mit der reaktiven Panzerung. Ja, das könnte der sein. Und da stelle ich mir immer so 3x3er Blöcke auf. Das heißt, wir klicken einmal mit der Maus. Damit es schön aussieht, kann man das auch ausrichten. Einmal anklicken, dann Steuerung C und dann einfach Steuerung V, 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 Steuerung V. Ja, dann stelle ich mir hier mal noch einen Block mit den 80ern hin. T80. Die richten wir mal ein bisschen anders aus. Steuerung C, Steuerung V, 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 Steuerung V. Und so könnt ihr das immer weitermachen, wie ihr wollt. So, ich habe jetzt ein paar Blöcke noch aufgebaut, ja. Wir haben im Endeffekt jetzt hier die T90, T80, BMPs, BTRs und ein paar Trucks. Ja, ein paar größere Trucks, ein paar kleinere Trucks. Und wer möchte, der stellt sich jetzt hier noch wirklich zurückschießende Gegner zwischen, weil die sind alle statisch, die bewegen sich nicht, die schießen nicht zurück. Damit wir aber ein Gefühl dafür bekommen, wie dicht wir ran können, ohne dass es wirklich heikel wird, ja, kann ich es nur empfehlen, dass man gleich anfängt, sich auch ein paar Soldaten dazwischen zu stellen und gegebenenfalls auch mal ein, zwei Panzer, die zurückschießen. Dafür haben wir uns erstmal auf unverwundbar gestellt, sodass wir das wirklich erstmal üben können. Und richtige aktive Gegner, die also auch schießen, stellen wir uns ja über dieses Panzersymbol ein, ja, Bodenfahrzeuge, Fraktion auswählen, dann hier Infanterie und ich nehme Infanterie AK-74. Welche ist egal, RPG empfiehlt sich jetzt nicht unbedingt, aber Infanterie mit ganz normalen AK-Gewehren. Und wir nehmen da durchaus auch gute Gegner. Ja? Wir klicken also einmal erstmal, um den ersten Soldaten zu platzieren, wählen können aus, ja, ich nehme gleich Excellent und stell hier immer so 10 Mann hin. 10 Mann. So, einmal kurz Escape klicken, um rauszukommen. Dann verschieben wir die. Dann können wir die auch so, wenn man trifft, so ein bisschen positionieren, dass sie nicht zu sehr da aussehen wie eine lange Linie. So, und auch hier klicke ich jetzt auf die 1, Steuerung C, Steuerung V, und positioniere mir die hier noch dazwischen. Ja, gegebenenfalls hier drüben auch nochmal. Und dann stellen wir uns noch einen Panzer hin, der zurückschießt. Da kann man erstmal ein bisschen rum experimentieren, welcher sich da anbietet. Jetzt nicht unbedingt gleich Luftabwehr, aber wir nehmen gepanzert und stellen uns mal zum Beispiel einen BMD-1 hin. Ja, auch gleich auf Excellent. Ja, gucken wir mal. Das war verkehrt. Gleich wieder entfernen drücken. Keine Wegpunkte, der soll einfach hier bleiben. Ne? Wieder geklickt, einfach Escape drücken, Entschuldigung, so ein bisschen rausziehen. Und dann stellen wir uns noch durchaus mal einen T80 hin, würde ich sagen. Der auch zurückschießt. Zack. Kabum. Und entfernen. Und das war's. Dann ist die Mission fertig. Da können wir jetzt richtig schön den Einsatz der Waffen üben. Abspeichern. Starten. Und los geht's. Gut, liebe Leute, dann kommen wir jetzt erstmal zu den Tasten, die wir heute brauchen. Denn bevor ich die zeige,
möchte ich einfach, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, wie viele Tasten wir unterm Strich am Ende vielleicht irgendwann mal brauchen und damit ihr nicht alles umordnen müsst und ihr euch einen Plan machen könnt, wie ihr die Tasten zuordnet, ganz kurz zeigen, was die wichtigsten Tasten sind, die wir im Endeffekt nachher für die A10 brauchen. Und zwar gibt es 3 Vierwege-Schalter, die wir brauchen und einen Zweiwege-Schalter, den wir brauchen. Das sind so die wichtigsten Geschichten. Und zwar haben wir in der A10 den DMS, das ist ein Vierwege-Schalter, DMS Data Management System. Damit switchen wir im Prinzip in den entsprechenden Displays ein paar Optionen durch. Ja, das ist so hauptsächlich für Daten, Zoom und sowas nachher auch. Dann haben wir den TMS, das ist das Target Management System. Den brauchen wir heute zum Beispiel noch gar nicht, ja, aber den braucht man dann später zum Beispiel, wenn wir mit dem Target Pod arbeiten. Target Management System, auch ein Vierwegeschalter. Und damit lockt man Targets auf, legt SOIS fest, also SPEES fest, also Search Point of Interest. Müssen wir heute noch nicht wissen, was das ist, ja, aber das legt man damit fest. Dann gibt es den Coolie Head, der befindet sich eigentlich am Throttle. Damit wählen wir im Prinzip die Displays aus. Welches Display ist SOI? SOI heißt Sensor of Interest, auf Deutsch würde ich sagen Anzeige von Interesse oder besser noch aktive Anzeige. Wir können nämlich mit den Buttons, egal ob DMS, TMS ist oder so oder Shiner Head, wir stellen nämlich bestimmte Sachen immer ein, abhängig davon, welche Anzeige ist aktiv. Und es kann immer nur eine Anzeige aktiv sein. Und das steuert man hauptsächlich mit diesem Coolie Head. In anderen Flugzeugen wäre das zum Beispiel sowas wie ein Sensor Selector Switch oder sowas. Coolie Head. Ne? Das sind diese drei Vierwegeschalter. Das sind so die wichtigsten. Die sollte man durchaus irgendwann am Joystick haben. Und dann gibt es noch den Shiner Head. Das ist ein Zweiwegeschalter. Ja, die brauchen wir heute zum Beispiel auch nicht. Aber damit ihr ungefähr wisst, was so auf euch zukommt. Heute brauchen wir nur eigentlich theoretisch DMS links und rechts. Ja? Und Coolie Head ab und links. Das sind die, die wir heute eigentlich nur brauchen von diesen Vierwegeschaltern. Dann brauchen wir noch den MMC B, das ist der Master Control Button. Oder Master Mode Control Button oder Mode Master Control Button. Wie rum, weiß ich gar nicht mehr genau. Den brauchen wir und dann brauchen wir die beiden Abzüge. Wir gehen aber gleich in die. Das ist der Waffenauslöse-Button und das ist der Feuer-Button und der Master-Mode-Control-Button ist ja in der originalen A10 H4. Hier vorne. Ich habe es mir hier nur drauf gelegt. Ich habe mir dann auch irgendwann angewöhnt für, ich sag mal, die ganzen Flugzeuge in DCS World wirklich eine Übersicht zu machen, wo ich mir aufschreibe, ja, welche Buttons machen was. Und ihr könnt zum Beispiel, wenn ihr nur ein paar Vierwegeschalter habt, auch mit, ich sag mal, Shift und Steuerung arbeiten. Ich habe zum Beispiel bei mir ja den Button am Joystick mit DMS belegt. Und wenn ich dazu einen Modifier drücke, wie zum Beispiel Shift, Control, oder das kann jeder so einstellen, wie er möchte, dann ist das gleichzeitig mein TMS-Button. Weil hier habe ich meine Kamerasteuerung drauf und zum Beispiel, wenn ich dann einen Modifier drücke, dann ist das mein Coolie Head. Ja? DMS, TMS, Kamera und Coolie Head, das sind meine. Ich habe also quasi auf 2 Vierwegeschaltern 4 Vierwegeschalter programmiert, ja, und dann kann man sich so eine Übersicht erstellen und dann kann ich mir jedes Mal, wenn ich ein Flugzeug wechsle, mal kurz wieder reingucken, was ist. Ja, das muss dann aber jeder für sich selber entscheiden, wie er das macht. Aber in der Regel, wer jetzt nicht unbedingt wirklich die A10-Kontrollen hat, ja, den Vorteil noch dazu, der hat einfach nicht so viele Vierwegeschalter. Das sind die, die selten sind, ja, diese 4-Wegeschalter. Hier habe ich meine Trimmung drauf in der Regel und dann mit Modifier habe ich hier auch die Countermeasures drauf. Hier oben habe ich zum Beispiel eher Zoom drauf, Speedbreak und auch China Head und solche Geschichten. Ja, ich belege das dann immer alles komplett um. So, dann gucken wir kurz rein, wie heißen die Funktionen in der Steuerung. Master Mode Control Button. Das ist im Prinzip der Button zum Umschalten der entsprechenden Waffen. Dann brauchen wir, wie gesagt, DMS links, ja, und DMS rechts. Also HOTAS, DMS links, HOTAS, DMS rechts. Wer möchte, kann natürlich dann gleich auch vorwärts und rückwärts belegen. Ja, aber das sind die beiden, die wir heute brauchen. Damit schalten wir die entsprechenden Waffen dann durchaus durch. Dann brauchen wir Coolie Head nach vorne. Ja, oder hoch. HOTAS, Coolie Schalter hoch.
und Hotas Kulischalter links. Der Hotas Kulischalter nach links ist auch gar nicht so wichtig. Wer das noch nicht möchte, der belegt den nicht. Wichtig ist hoch. Ja, hoch. Und dann brauchen wir die Abzugsbuttons. Das heißt, einmal Abzug für Bordkanone. Ja, das mit der ersten Stufe könnt ihr erstmal lassen. Abzug für Bordkanone, das könnt ihr irgendwie belegen. Und dann noch den Waffenauslösebutton. Den brauchen wir auch. Und wer dann schon so ein klein wenig auch mit, sag mal, mit Loslassen des Sticks fliegen möchte, der kann sich schon den Autopiloten Master Button irgendwo binden. Das wäre LAAPP ein- und ausschalten. Den Modus vom Autopiloten können wir ganz locker mit der Maus einstellen vorher, aber den kann man sich durchaus auf den Joystick gehen. Dann kann man zum Beispiel nach dem Abwurf der Bombe kurz den Autopiloten einschalten, in die Zeitlupe gehen und sich in Ruhe angucken, wie sieht das unten aus, wenn ihr einschlägt, was hat die für einen Radius, oder sich einfach dran erfreuen. Manche erfreuen sich einfach ja auch dran, wie das aussieht, ne? Das ist ja auch ziemlich gut programmiert hier alles. Mehr Buttons brauchen wir eigentlich gar nicht. Das ist alles, was wir brauchen, um wirklich schon mit dem Flugzeug, ich sag mal, Schaden anzurichten. Bevor wir jetzt starten, gehen wir ganz kurz wieder ein paar Sachen durch. Also erstmal am Boden erklären. Macht sich teilweise gar nicht so schlecht. Wir gucken nochmal ganz kurz durch, ob auch alles richtig gesetzt ist. Flaps sind gesetzt. Die Anzeige lassen wir heute an. Die Anzeige machen wir wieder aus. Brauchen wir noch nicht. Alles andere passt. Wer möchte, kann ja wieder gucken. Ne? Tarkan ist eingestellt, kann auch die ILS-Frequenz wieder einstellen für den Rückflug nachher. Jeder so, wie er möchte. Und jetzt kommen wir ganz kurz zur Funktion des Kuli-Heads. Es gibt immer eine Anzeige, die aktiv ist. Das nennt sich dann Sensor of Interest. Bei bestimmten Anzeigen, wie zum Beispiel hier und hier nachher auch, wenn das Target-Pod aktiv ist und die Anzeige nicht Sensor of Interest ist, also nicht SOI, also nicht aktiv ist, dann steht auch direkt da Not SOI. Das heißt jetzt, mit unserem DMS-Switch können wir hier nichts großartig ausrichten. Im Moment ist nämlich das HUD aktiv, das ist Standard. Ich muss das mal irgendwie anders zeigen mit dem Zoom. Ja. Und das HUD ist immer dann der aktive oder die aktive Anzeige bzw. SOI, wenn hier so ein kleines Sternchen ist. Und jetzt können wir mit dem Kuli-Head zwischen den Anzeigen umschalten. Die Funktion ist nicht ganz, ich sag mal, konsistent umgesetzt, aber man gewöhnt sich ganz schnell dran. Der Kuli-Head hat ja links, rechts, oben und unten. Wenn wir die Anzeige oben haben wollen, ne, zum Beispiel das HUD, die sind ja auch so ähnlich angeordnet. Ja, oben, links, rechts. Und das vierte wäre nachher unser Hemix, also unsere Anzeigen auf dem Helm. Die lassen wir auch mal komplett weg, brauchen wir nicht. Das heißt, Kuli-Head nach oben drücken, einmal, ganz kurz, nicht lange gedrückt halten. Setzt das HUD als SOI, also als aktive Anzeige. Und wir erkennen, dass dort ein Sternchen ist. Um jetzt die linke Anzeige aktiv zu setzen, müssten wir den Kuli-Head nach links gedrückt halten. Ja, dann geht ja die Meldung weg. Hier kommt ein Rahmen drum. Und dann haben wir das als aktive Anzeige. Das brauchen wir heute eigentlich aber noch gar nicht. Wichtig ist nur, falls ihr irgendwie aus Versehen verklickt, ne, und ihr habt irgendeine Anzeige aktiv gesetzt und habt das HUD nicht aktiv, dann müsst ihr wissen, dass ihr ins HUD zurückkommt mit Kuli-Head up. Einmal ganz kurz klicken. Kuli-Head up. Hier erscheint wieder der Stern. Und das ist unsere aktive Anzeige. Und mehr brauchen wir heute auch nicht. Wir brauchen heute eigentlich nur das HUD als aktive Anzeige. Wir wollen im zweiten Bildschirm heute aber eigentlich die Dismiss-Seite haben. Also die Waffenseite, die Data Storage Management System. Ja, Dismiss, die Seite. Die können wir mit der Maus klicken. Wir können aber jetzt, wenn ihr den Kuli-Head nach links sowieso gebunden habt, das mit Kuli-Head links einmal gedrückt durchschalten. Jede einzelne Seite. Ja, das wandert einmal durch. Ja, Kuli-Head links. Einmal kurz drücken. Dann geht ja die Seiten durch. Wenn wir gedrückt halten, wird das wieder Sensor of Interest. Wollen wir heute nicht. Wir wollen heute HUD Sensor of Interest. Wieder Kuli-Head einmal kurz nach oben. Sternchen. Aber wir wollen unten durchaus die Dismiss-Seite, das heißt entweder mit der Maus unten klicken oder mit Kuli-Head links, bis die Dismiss-Seite da ist. Ich gehe nachher schon ganz kurz darauf ein, wie ihr unter anderem auch Waffen in Pairs abschmeißen könnt, also in Paaren oder als Ripple. Aber normalerweise, wenn ihr einfach nur Waffen einzeln abschießen wollt, braucht ihr hier nichts weiter drin einstellen. Ich kann trotzdem nur empfehlen, die Seite aufzuhaben, damit ihr, wenn ihr die Waffe nachher auslöst, seht, ob die auch wirklich abgeworfen wird.
Hier steht immer die Anzahl der Waffen, die wir haben. Ne? Das sind die Mark 82, das sind die 500-Pfund-Bomben. Und wenn wir eine abschmeißen, geht sie auf 2 runter, beziehungsweise hier auch. Wir haben ziemlich symmetrisch geladen heute. Das ist die Mark 84, das ist die 2000-Pfund-Bombe. Ja, das sind die 151, das sind die Raketen High Explosive. Und das sind die Mark 5, das sind die Raketen Heat, High Explosive Anti-Tank. Und da wir unbegrenzt Waffen eingestellt haben, kriegen wir zum Beispiel immer, wenn wir die abgeworfen haben, die Bombe eine nach, beziehungsweise wenn die Raketen leer sind, dann werden die auch wieder aufgefüllt, sodass wir schön üben können, ohne jetzt ständig irgendwie raus zu müssen aus der Mission oder nachladen zu müssen. Ja, mehr brauchen wir nicht. Und das sind, ich sag mal, die Waffenanzeige. Hier können wir dann auch programmieren. Ne? Ich sag mal, Ripples, Pairs, wenn wir mit Laserwaffen spielen, auch Autolaser und solche Geschichten. Aber ist für heute noch gar nicht so relevant. Im HUD schalten wir den Master-Mode um, also welchen Zielmodus wir haben wollen. Dazu wird der MMCB benutzt, der Master-Mode-Control-Button. Einmal drücken, ganz. Ja, also jetzt im Prinzip der Zielmodus auf das Gewehr, also das Maschinengewehr eingestellt. Nochmal drücken, CCIP-Modus. Das ist das, was wir heute hauptsächlich für die anderen Waffen benutzen. Nochmal drücken, CCRP-Modus. Und nochmal drücken, Navigationsmodus. Die Begriffe CCIP und CCRP, die sind sehr verbreitet. Wer noch nie DCS irgendwie sowas gespielt hat, der braucht sich doch nicht so einen großen Kopf drum machen, was das zum Beispiel ausgesprochen bedeutet. Wichtig ist zu wissen, CCIP ist im Prinzip eigenes Zielen mit einem Fadenkreuz hier. Und CCRP ist, wir zielen nicht selber, wir haben quasi ein Ziel auf dem Boden designiert und wir bekommen einen Abwurfpunkt berechnet. Ansonsten CCIP heißt Continuously Calculated Impact Point. Ja, CCIP, Continuously Calculated Impact Point, also ständig neu aktualisierter oder berechneter Einschlagpunkt. Ja, CCIP wie Einschlag, I wie Einschlag, eine Eselsbrücke, die ein bisschen multilingual ist, aber das passt. Ja, CCIP, Einschlagpunkt. Und CCRP ist Continuously Calculated Release Point, also ständig neu berechneter oder kalkulierter Abwurfpunkt. Ja. Wenn wir also den Einschlagpunkt gezeigt haben möchten, CCIP, I wie Einschlagpunkt. Und wenn wir im Gun-Modus sind, können wir im Prinzip mit DMS links und rechts die verschiedenen Zielkreuze durchschalten. Das macht sich nachher in der Luft besser. Wir brauchen eigentlich nur eins, aber ganz oft verschaltet man sich, weil man denkt, man ist vielleicht im CCIP-Modus und dann schaltet man plötzlich die Zielkreuze durch. Und im CCIP-Modus schaltet man mit DMS links, rechts die Waffen durch. Ja? Ich zoome mal raus, dass wir gleichzeitig die Dismiss-Seite sehen. Das ist zu sehr. Wir haben jetzt hier ganz klein Mark 5 zu stehen und sehen auf der Dismiss-Seite unsere Mark 5 auch markiert. Ja? Jetzt schalte ich weiter mit DMS rechts. Ja? Unsere 51er oder 151er High-Explosive-Raketen weiterschalten, die 82er-Bomben, das sind die 500-Pfund-Bomben, und weiterschalten die 84er-Bombe, die 2000-Pfund-Bombe. Ja, und jetzt, wenn ich weiterschalte, geht es wieder auf Off. Ja, und ich kann mit links-rechts, ne, DMS links-rechts immer hin und her schalten. Ganz einfach. Und wie gesagt, mehr brauchen wir nicht. Und wenn ihr zum Beispiel beim HUD nie wegschaltet, braucht ihr auch eigentlich den Coolie-Head heute nicht. Aber DMS links, rechts und Master Mode Control Button. Ja, Master Mode Control Button nochmal. Guns, CCIP, CCRP, Navigationsmodus. Guns, CCIP, CCRP, Navigationsmodus. Und CCIP und CCRP Modus mit DMS links, rechts die Waffen durchschalten. Ja, das sind die Buttons, die wir heute brauchen. Jetzt außer die Auslösebuttons. Mehr ist es nicht. Da können wir loslegen. Dann schalte ich noch mal ganz kurz zurück in den Navigationsmodus. Zack. Autopilot. Haben wir vergessen. Es gibt einen Autopiloten-Modus-Button. Der hier unten, der legt im Prinzip fest, was passiert, wenn wir den Autopiloten-Button drücken. Für heute
schalten wir das Ding auf den Altmodus. Ja? Das heißt, wenn wir den Autopilot-Button drücken und wir fliegen halbwegs Level, dann hält er weiter die Höhe. Er hält aber auch gleichzeitig unseren Bank-Angle. Das ist aber nicht so schlimm. Hauptsache er hält erstmal die Höhe. Und wir können dann zum Beispiel einfach mal eine andere Kamera wechseln und uns die Bombe angucken. Ja, und Autopilot aktivieren, das wird dann mit der LAAP Ein- und Ausschalten-Taste gemacht. Das ist normalerweise der Button hier, aber im Flug macht sich das natürlich besser, wenn wir das auf dem Joystick haben. Dann rollen wir los zum Takeoff. Klein wenig Power geben. Eye-Tracking wieder an. Beziehungsweise Head-Tracking. Also ich nutze den Tobii Eye-Tracker, aber nur als Head-Tracker. Also Eye-Tracking an sich ist nicht aktiv. Ich gehe auf Sachen, die wir im ersten Video durchgenommen haben, auch nicht mehr so großartig ein heute. Das ist uns alles doppelt gemoppelt. So, wir gucken nochmal ganz kurz. Flaps sind gesetzt. Flaps 1. So, bei 50 Knoten, Nosewheel-Steering aus. Seitenruder greift. Wir sind heute ein bisschen schwerer, das heißt, wir können heute später rotieren. Oder müssen später rotieren. Ich fange immer so bei 130 Knoten an, am Stick zu ziehen jetzt und gucke, ob er reagiert. Ne? Ganz leicht am Stick ziehen und die Nase auf 10 Grad ziehen. Fahrwerk rein. Flaps ab. Beides am besten, bevor wir 200 Knoten erreichen. Und dann geht's los. Generell, was ihr jetzt da übt, ist nicht so schlimm. Nicht so wichtig, Entschuldigung, ne? Ich sag's mal anders. Es gibt keine 100% korrekten, richtigen, sag ich mal, Anflugmanöver. Es kommt nachher immer auf die einzelne Situation drauf an. Ich würde einfach alles Mögliche probieren. Ich würde versuchen, flache Überflüge über die Gegner zu machen, also aus einem flachen Winkel mal Raketen abzuschießen, mal aus einem steilen Winkel Raketen abzuschießen, mal aus 5000 Fuß anzufliegen, mal aus 3000 Fuß. Höher macht jetzt nicht großartig Sinn, weil abschmeißen tut man die Waffen, ich denke mal so ab 2000 Fuß abwärts. Das heißt, wer aus 10.000 Fuß runterfliegt mit einem bestimmten Winkel, der kann auch gleich bei 5000 Fuß mit dem gleichen Winkel anfangen. Da ist nachher beim Abschmeißen kein Unterschied zwischen. Auch mal versuchen, gerade aufs Ziel zuzufliegen, mal versuchen, in einer Kurve die Ziele zu treffen, weil später nachher in einer Kampfsituation kommt es wirklich drauf an, auf das Gelände. Wo befinden sich andere Gegner? Wo fliegt der Flügelmann? Wo fliegen andere Einheiten? Also alles mal durchprobieren. Auch Pop-Ups. Pop-Ups bedeutet im Prinzip, man fliegt sehr, sehr flach an, geht kurz vor dem Ziel in die Höhe, macht dann durchaus eine kleine Rolle oder sowas und dann Sturzflug runter und solche Geschichten. Alles mal einfach durchprobieren. Von links, von rechts, quer drüber fliegen. Wie gesagt, verschiedene Winkel, ja, 5 Grad Winkel, 10 Grad Winkel. Und dann werdet ihr auch sehen, was sich für euch teilweise gut macht. Wir fliegen jetzt einmal drüber erstmal ganz kurz und gucken mal, ob zum Beispiel die Infanterie auf uns schießt. Ja, wir gehen mal auf 1500 Fuß. Masterarm scharf machen. Ganz. Das habe ich noch vergessen zu erklären. Bei der Gun. Es gibt sowas wie Gun Pack. Das ist ein System, welches das Flugzeug stabilisiert, wenn ihr die Waffe einsetzt. Da wird im Prinzip der Waffenbutton in der ersten Stufe gezogen, dann stabilisiert sie das Flugzeug und zweite Stufe löst die Waffe aus.
Das schränkt in dem Moment aber die Manövrierfähigkeit ein. Ich würde am Anfang empfehlen, ihr schießt die Gun aus dem unteren Modus ab. Also nicht Pack benutzen. Ihr müsstet sonst, wenn ihr Pack benutzt, sowieso noch die zweite Taste festlegen. Ja? Das habe ich vergessen vorhin zu erklären. So. Wieder Zeitlupe raus und weiterfliegen. Na, wir probieren einfach verschiedene Höhen durch. Wir sind jetzt schon auf 4000 Fuß, ist zu hoch. 4000 Fuß ist relativ safe, also die normalen Soldaten schießen nicht. Ich blende mal ganz kurz die ganzen Einheitennamen wieder aus. Das geht mit Shift FC. Und wir fliegen mal gemächlich drüber. Wir können die Höhe auch mal ganz kurz auf Radar umstellen. Also 3000 Fuß ist schon relativ safe. Wir gucken mal, wann sie anfangen zu schießen. Ja, auch der Panzer schießt noch nicht. 2000 Fuß. Ja, da hat noch keiner auf uns geschossen. Wir gehen mal noch weiter runter. Und schön so ein bisschen aufs Energiemanagement achten. Da sage ich nachher noch was kurz zu. Es gibt Energie, die wir wiedergewinnen können und Energie, die weg ist. Ja, wenn wir eine scharfe Kurve ziehen mit einem hohen Angle of Attack, dann geht ein Haufen Geschwindigkeit und Energie quasi flöten. Ja, höhere Reibung, Geschwindigkeit abbauen und die Energie ist dann auch weg und kriegen wir nicht wieder. Müssen wir über Thrust dann quasi erst wieder neu aufbauen. Wenn wir aber zum Beispiel in die Höhe gehen, ja, bauen wir im Prinzip ja auch Geschwindigkeit ab, aber wir bauen gleichzeitig die Energie oder wir wandeln die Energie von kinetischer in potenzielle Energie um. Und wenn wir Höhe aufbauen, kriegen wir ja im Prinzip die Geschwindigkeit wieder, wenn wir dann später Höhe wieder abbauen. Altitude, Altitude. So, jetzt gucken wir mal, ob die auf uns schießen. Wir sind jetzt so circa 500 Fuß, 600 Fuß. Jetzt müssten sie eigentlich auch auf uns schießen. Na, da fängt links die Infanterie an, ne? Die ballern. Panzer unten auch. Sind also alle aktiv. Ja. Und jetzt versuchen wir quasi wirklich, unsere Waffen einzusetzen, ohne dass sie überhaupt erstmal auf uns schießen. Und dann kriegen wir ein Gefühl dafür, ab welchen Höhen wir mehr oder weniger safe sind. Das ist so im Prinzip 1500 Fuß. Das ist so meine Erfahrung hier. 1500 Fuß ist eine relativ sichere Höhe. Oder Entfernung auch vom Ziel. So, dann, ich gehe mal kurz hier ein bisschen auf den Wald, dann kann ich das besser erklären. Mal ganz kurz Pause drücken und jetzt gucken wir uns mal das Gunsight an. Ja, ich habe jetzt einmal den Master Mode Control Button gedrückt. Und wir haben jetzt hier unser Gunsight, unser Pipper, unser Zielkreuz. Und wenn das HUD aktiv Soy ist, ne, also wenn hier aktives Display ist und wir den Sternchen haben, dann können wir mit dem S links und rechts das Zielkreuz umschalten. Es gibt verschiedene Zielkreuze. Ja, es ist auch ein Pipper. Aber wir nehmen eigentlich immer den Pipper, der hier zwei solche kleinen Punkte hat. Der untere Punkt zeigt den Einschlag Ort der High Explosive Munition an und der obere Punkt zeigt den Einschlag der Armor Piercing Munition an. Wir haben im Prinzip gemischte Munition in der Bordkanone. Ich glaube, jeder fünfte Schuss oder so ist panzerbrechend. Ne? Und je dichter wir rankommen, desto dichter wandern natürlich auch die beiden kleinen Punkte aufeinander zu, aber wenn wir weiter weg sind, kann es schon wirklich sein, dass wir mehrere Millimeter dazwischen sind. Also schießen wir quasi auf weiche Ziele, ganz vereinfacht gesagt, ja, also auf ungepanzerte oder leicht gepanzerte Ziele, dann richten wir uns eher nach dem unteren Punkt und wollen wir einen harten Panzer knacken, dann richten wir uns eher nach dem oberen Punkt. Das hier ist die Range-Anzeige, die wandert hier so runter.
Ja? Wenn die nicht anfängt zu wandern, macht es kaum Sinn, vorher zu schießen. Man kann durchaus was treffen, ne, wenn man durchaus ein bisschen vorhält oder so, aber die Pipper sind so im Prinzip kalibriert, dass man eigentlich erst anfängt zu schießen, wenn hier diese Entfernungsanzeige anfängt zu wandern. Und wir versuchen jetzt quasi mal den ersten Panzer wegzuhauen, ohne dass er auf uns schießt. Das heißt, wir fliegen ran und machen einen Break weg. Und in solchen Situationen ist es ja zum Beispiel die Frage, ne, das muss dann jeder wieder entscheiden, ist es jetzt besser wirklich längst auf die Ziele drauf zuzufliegen oder vielleicht von irgendwo quer zu kommen? Wo können wir am besten wegbrechen? Wo haben wir dann nachher den besten Fluchtweg auf Deutsch gesagt? Das heißt, es ist nicht immer am klügsten, wirklich gerade und längst über die Ziele drüber wegzufliegen. Also das kann man machen, wenn man wirklich nur ein paar LKWs vor sich hat, die in der Reihe stehen, dass man wirklich längst drüber zieht. Na, wir müssen mal gucken. Ich würde den Panzer schon so ein bisschen quer anfliegen und dann auch gleich wieder wegbrechen. So, mit der Energie, ne, das meine ich jetzt, wenn wir jetzt in die Höhe gehen, dann wandeln wir Energie um. Ja, Höhe ist immer gleich potenzielle Energie. Ich verliere jetzt zum Beispiel Geschwindigkeit, die kriege ich ja aber wieder, wenn ich dann sinke. Ja, Energiemanagement ist jetzt nicht so wichtig am Anfang, aber die A10 ist, was High-G-Kurven angeht, sehr, sehr schlecht vom von der Geschwindigkeit her. Ne, wir brauchen unheimlich viel Geschwindigkeit, aber ich würde sowieso mal versuchen, nicht unter 200 Knoten zu fliegen. Ein Looping ist durchaus auch drin, da kann man aber auch ganz, ganz schnell wirklich böse auf die Fresse fliegen, wenn man versucht, ein Looping zu machen. So, ja, das ist der Pipper. Ich will jetzt versuchen, den einen Panzer wegzuhauen und orientiere mich quasi an dem oberen Punkt. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wo der war. Und dann immer kurz die Taste anditschen. Da steht er, glaube ich. Es kann auch sein, dass ich gerade überhaupt nicht... Doch, ne? Ich habe ihn zum Beispiel getroffen, ja, aber es ist mir jetzt schon wieder zu dicht. Gleich weg. Na, beim Wegfliegen durchaus eine High-G-Kurve drehen. Je nachdem, wie die Gesamtumstände sind. Es kommt dann immer wirklich auf den Einzelfall drauf an. Und dann alles mal durchprobieren. Jetzt machen wir noch mal ganz kurz einen etwas steileren Anflug von weiter oben. Je steiler man von oben kommt, desto schwerer ist es dann aber auch wirklich wegzubrechen. Weil man unheimlich Speed drauf bekommt. Ja, diese Warnung ist in der Regel, dann ist der Anschwellwinkel zu hoch. Das ist eine Angle of Attack Warnung, so wie ich das hier mitbekommen habe. So, ich bin auf 170 Knoten gedroppt, kriegt jetzt aber im Prinzip wieder, ne? Weil ich die Nase nach unten nehme. So, jetzt ist wieder die Frage, wo ist der? Ne? Ich bin sowieso nicht so gut im Gucken. Da ist er, glaube ich. Ah, ist der T-80, das ist gar nicht der... Bin zu dicht dran. Ich will weg, ich will weg, ich will weg. Ah, es ist mir schon zu knapp. Da schießen sie nämlich schon auf mich. Weg und durchaus runter. Kann unter Umständen besser sein als hoch, zum Beispiel um Line of Sight zu brechen. Ja, wenn die Gegner zum Beispiel, ich sag mal, bei Bäumen stehen oder Gebäuden, zwischen Gebäuden oder so, ist es ganz gut auch nach unten wegzufliegen, um die Line of Sight zu brechen. So was geht in der Wüste nicht unbedingt. Aber egal. So, das erstmal zur Gun. Kommen wir mal zu den Raketen. Die Raketen haben im Prinzip das gleiche Zielsystem. Ja? Wichtig ist weiterhin, unser HUD ist SOI, aktive Anzeige. Und jetzt DMS, Entschuldigung, den Master Mode Control Button drücken. Von Gun wechselt er in CCIP.
Jetzt wechseln wir hier auf die Raketen und da wir erstmal den Panzer knacken wollen, gehen wir auf unsere Mark 5 Raketen. Das sind die panzerbrechenden Raketen. Wir gehen mit DMS links und rechts so lange, bis wir auf unsere Mark 5 Raketen kommen. Und wir haben hier jetzt im Prinzip eine gleiche Anzeige. Auch ein Pipper in der Mitte und die Range-Anzeige, die hier wandert. Ja, mehr ist es nicht. Und damit zielen wir. Alles andere geht automatisch. So, wir wählen jetzt mal eher einen flachen Anflug. Einfach alles durchtesten. Ja, solange wie es nicht piept, kann man ziehen, da hält sich der Energieverlust in Grenzen. Ist halt immer die Frage, ne? Die Ziele auch wirklich zu erkennen. Das ist zu flach. Da habe ich jetzt Gebäude im Weg. Ein Stück hoch. Da steht er, glaube ich. Ein paar Mal aufdrücken. Ja, Infanterie haben wir auf jeden Fall beschädigt. Ja, die einzelnen Fahrzeuge immer zu sehen, ist wirklich schwer, ne? So, dann gehen wir mal auf eine Bombe. Ja, im Endeffekt ist das für die Raketen nicht mehr, ne? Ranfliegen, zielen, abwerfen. Kurze Pause. Wir sind immer noch im HUD als aktive Anzeige. Ja, immer noch das Sternchen. Und wir wechseln jetzt durch, bis wir auf die Bombe kommen. Und zwar schmeißen wir gleich erstmal die Fette ab. Die Mark 84. Ja, das ist unsere 2000-Pfund-Bombe, ungelenkt. Und hier gibt es jetzt dann auch einen Pipper. Ich gucke mal kurz was zum Demonstrieren. Das ist unsere Ziellinie für die Bombe. Wenn die Ziellinie gestrichelt ist, dann befindet sich der Pipper, also der Abwurfpunkt, außerhalb des HUDs. Wenn wir dann unser Flugzeug so manövrieren, dass die Linie durchgezogen ist, dann wandert der Pipper, ja, quasi das Zielkreuz, immer weiter in unseren Sichtbereich. Und die Bombe schlägt dann im Prinzip mehr oder weniger da ein, wo der Punkt ist. Wir lösen einfach aus, wenn sich dieser Punkt da befindet, wo wir die Bombe hinhaben wollen. Auch das ist relativ easy. Mehr braucht man nicht. So. Auch hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, flach anzufliegen. Ist relativ ungünstig, geht manchmal aber nicht anders. Hoch anfliegen und steil geht auch. Muss man aber immer aufpassen, dass man rechtzeitig hochzieht. Sicherheitshöhe ist wohl wirklich auch 1500 Fuß bei Bomben. Nicht, dass man auch irgendwie Splitter abbekommt oder sowas. Und wie gesagt, Gegner schießen auch zurück. Und ich würde immer versuchen, nicht tiefer als 1500 Fuß zu kommen, wenn die Zone heiß ist. Wenn man irgendwie, weiß nicht, weiß, da sind nur Trucks, die nicht zurückschießen oder so, ist was anderes. Ja, und auch hier muss man jetzt wieder überlegen, wie fliegt man am besten an bei den ganzen Gegnern, die da stehen. Es ist gar nicht so sinnvoll, da jetzt längs drauf zuzufliegen. Wir machen es aber einfach. Also ich würde schon fast eher vom Wasser einmal drüber fliegen oder so. Es kommt halt wirklich immer drauf an. So, wir haben jetzt ungefähr 2500 Fuß. Und wir sehen ja unseren Flightpath-Vektor. Oder unseren Velocity-Vektor, so heißt das. Das kleine Kreissymbol mit den Flügeln dran. Und das zeigt, an welchen Winkel wir tatsächlich fliegen. Ja, dieses Symbol hier.
Und ich positioniere das ein bisschen hinter den Gegnern und wir fliegen jetzt, ja, weiß nicht, 4 Grad drauf zu auf die Gegner. Sie sind aber relativ hoch, das heißt, wir kommen durchaus unter die 1500 Fuß. Wir müssen mal gucken. Hier würde es sich fast schon anmachen, wirklich eher aus einem größeren Winkel anzufliegen. Das probiere ich dann danach. Und wichtig ist es immer, den Auslösebutton wirklich gedrückt halten, bis die Bombe weg ist. Am besten gucken, dass wir das Dismiss im Blickfeld haben und sehen, dass die Bombe wirklich rausgeht. Bin jetzt 1500 Fuß, ist eigentlich zu tief. Ja, Pippa ist sichtbar. Raus. Hoch. Hier erstmal hoch raus. Das war zum Beispiel zu tief. So, aber wir können mal in die Zeitlupe gehen. Ach, die Bombe ist schon eingeschlagen, ne? Also wir haben die Trucks da unten getroffen. Dann gehen wir wieder aus der Zeitlupe raus. Und machen das Ganze jetzt zum Beispiel mal aus einem steileren Winkel. Bauen also ein bisschen mehr Höhe auf. So, dass wir die Bombe, ich sag mal, spätestens bei 2000 Fuß abschmeißen können. Ja, je flacher wir fliegen, desto dichter ist der Einschlagpunkt halt immer vor dem Flugzeug. Ein bisschen Höhe bedeutet, die Bombe fliegt auch weiter. Das hält sich aber alles in Grenzen, weil sie irgendwann relativ steil runterfliegt. Das heißt, es macht keinen Sinn, auf 10.000 Flug gerade anzufliegen. Man sieht den Pipa trotzdem nicht vor sich. Da muss man ein bisschen mit rumexperimentieren, wo ist für einen selbst so der beste Punkt. Und ich gehe jetzt mal auf 5.000 Fuß. Und das Ganze macht einfach auch schon ein bisschen Spaß, das zu üben, ne? Ohne dass wir jetzt wirklich stundenlang das Handbuch, ich sage mal, studiert haben. Und wir haben insgesamt, ich sag mal so, rund 20 Buttons belegt. Den Rest machen wir mit der Maus. Ja, das heißt, wir gehen wesentlich später in den Sturzflug, sodass wir mit 10 bis 12 Grad runterkommen. Dabei aber, wie gesagt, darauf achten, wie im ersten Teil erklärt, nicht einfach den Joystick dann runterdrücken, wie bekloppt, weil wir dann durchaus in den negativen G kommen, was gefährlich ist, sondern durchaus dann einfach ein bisschen fallen lassen, wieder zurückdrehen und solche Geschichten. So, jetzt haben wir ungefähr einen 12 Grad Sturzwinkel. Ja, unser Flightfahrtvektor ist zwischen 10 und 15 Grad Pitch Ladder. Und wir gucken mal, ob wir da jetzt besser was hinbekommen. Ohne so dicht ranzukommen. Was deutlich besser. Pippa kommt. Ich schmeiße das gleiche auf die erste Panzergruppe. Raus. Ist nicht rausgegangen. Jetzt ist sie raus. Pull up. Wir sind bei 1400 Fuß. Ich habe beim ersten Drücken den Fehler gemacht. Ich habe zu knapp gedrückt. Ich habe es vorhin selber gesagt, ne? Gedrückt halten. Sonst passt das nicht, ne? Aber zack. Boom. Und so eine 2000-Pfund-Bombe, die hat schon ganz schön Bums und auch einen ganz schönen Radius. Und so kann man dann immer weiter üben. Ganz easy. So, und jetzt zeige ich ganz kurz den Autopiloten. Ist auch ganz easy, wenn ihr eine Waffe abgeworfen habt und ihr wollt einfach in Ruhe gucken, einfach den Autopiloten-Button klicken. Na, dann erscheint ganz kurz Alt Hold und das Flugzeug hält die Höhe. Fertig. Und wenn man sich bewegt, geht der Autopilot automatisch raus oder man drückt den Autopiloten-Button nochmal und der Autopilot springt raus. Jetzt zeige ich ganz kurz, wer schon ein bisschen mehr rumspielen möchte. Also zum Beispiel Bomben, ich sag mal, als Ripple abschmeißen möchte. Das heißt hintereinander. Also mehrere mit einmal auslösen. Der kann schon auf der Dismiss-Seite in die Profile reingehen und hier ein bisschen rumspielen. Profile. Und hier sehen wir alle Waffen, die wir bei haben. Ja, das sind einmal die Mark V. Das sind die Heat Missiles, ungelenkte Raketen, Entschuldigung. Und die 151er sind die High Explosive ungelenkte Raketen. Mark 82, wie gesagt, sind die 500 Pfund Bomben und Mark 84 ist die 2000 Pfund Bombe. Jetzt haben wir von den 82ern 6 Stück dabei. Jetzt können wir hier rüber switchen, ja, auf die 82. Oder aber, wenn wir zufällig die 82 hier aktiv haben, ja, und gehen auf Profil, dann steht der Button schon richtig auf den 82ern. Auf View Profile gehen und hier können wir zum Beispiel Ripples einstellen. Pairs macht bei Bomben nicht so Sinn, die fliegen ziemlich dicht dann wirklich nebeneinander runter, das ist Verschwendung. Aber Ripples, ja, Single Ripple.
Und die Zahlen hier, die hier stehen, ja, also die Quantity, wie viel wir abschmeißen wollen, das ändern wir alles über den Upfront-Controller. Ja, wir geben jetzt hier eine 6 ein, klicken dann auf Ripple Quantity. Und dann haben wir jetzt hier 6 Bomben drin. Das heißt, wir schmeißen mit dem Gedrückthalten unseres Buttons alle 6 nacheinander raus. Und Feed, das ist der Abstand. 75 finde ich zu viel. Ich nehme mal 40, das ist ganz angenehm. Das war jetzt verkehrt. 4, 0, Feed, 40 Feed. Das heißt, die Bomben schlagen unten dann im Abstand von 40 Fuß ein. Das ist ein bisschen mehr über 10 Meter. Safe. Und da können wir zum Beispiel bei Raketen einstellen, dass immer 2 gleichzeitig abgeschossen werden. Mehr macht in meinen Augen fast gar nicht Sinn. Und wenn wir das symmetrisch beladen haben, heißt es, geht immer eine Rakete links, eine Rakete rechts raus. Ja, wir gehen jetzt dann zum Beispiel mal auf die Anti-Tank-Raketen, die Mark 5. Profil, gehen hier auf Pair. Jetzt werden immer 2 gleichzeitig abgeschossen. Und um das mal zu demonstrieren, gehen wir auf die High-Explosive-Raketen, das sind die 51er, die 151er, gehen auf View Profile, stellen hier Single Ripple ein und schießen, ich sag mal, 4 Raketen ab, nacheinander. Ja, hier wieder 4 klicken, Ripple Quantity, dann werden mit einmal drücken 4 Raketen abgeschossen. Wichtig ist jetzt zu wissen, dass diese Profile nur aktiv werden, wenn wir über den DMS-Links- und Rechtsschalter im HUD die Waffen wechseln. Man kann die Waffen auch wechseln, indem wir auf der Dismiss-Page hier anklicken. Ja, dann haben wir jetzt die aktiv und so weiter. Dann werden die Profile aber nicht geladen, irgendwie. Ob das richtig so ist, kann ich nicht sagen. Die Profile werden in der Regel nur geladen, wenn wir wirklich hier auf der HUD-Page jetzt mit DMS links und rechts die Waffen durchschalten. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal auf die Mark 82 und werfen die jetzt als 6er Ripple ab. Wichtig ist dann wirklich, den Button gedrückt halten. Ich mache das selber immer noch falsch, aber euch kann es dann einfach passieren, dass wenn ihr den Button nur antippt oder so, ja, den Waffenauslösebutton, dass euch irgendwann eine scharfe Bombe unterm Flügel hängen bleibt. So, wir gehen mal wieder auf 5000 Fuß, das war ganz gut. Wir werden dann jetzt, denke ich mal, aber eher mit dem 10 Grad Winkel fliegen. Also 12,5 Grad war fast noch zu steil. Bei Ripple-Abwürfen macht es natürlich Sinn, aus der Richtung zu kommen und in die Richtung zu fliegen, wie wir natürlich das Einschlagmuster haben wollen. Ne? Also wir sollten jetzt schon längst zur Runway fliegen, damit die Bomben auch mehr oder weniger da so einschlagen, wie wir es wollen. Und auch hier, ich versuche wieder unten links das Dismiss im Blick zu haben, damit ich sehe, dass hier wirklich die Bomben auslösen und runterfallen. Es kann nämlich sein, gerade wenn man mit, ich sag mal, unendlich Munition spielt, dass die Profile nicht richtig geladen werden beim Nachladen der Waffen. Dann kann es sein, dass man erstmal ganz kurz die Profile wieder switchen muss, ja. Und dann sollte das aber gehen. So, dann gucken wir, ob das schon reicht, wenn wir jetzt auf 10 Grad gehen. Na, man kann in der Pitch Ladder ungefähr mal abschätzen, ja, wo 10 Grad, wo man dann hinkommt, ne, wenn wir auf 10 Grad gehen. Ist noch ein bisschen zu früh. Jetzt gehe ich mal ganz langsam runter auf 10 Grad. Wir haben 4000 Fuß Höhe. Und 10 Grad führt mich jetzt quasi ans Ende der Runway, mehr oder weniger. Und dann gucken wir mal. Ist jetzt nicht unbedingt der sauberste Anflug, aber das schauen wir mal. So, und ich achte links drauf, dass wirklich die Bomben rausfallen. Schön gedrückt halten den Button. Und los geht's. Auf die Trucks rauf. Alle Bomben sind raus. 1600 Fuß. Ja, Zeitlupe und wir gucken. Ja, die Bomben müssen jetzt quasi diese Truckreihe hier weghauen. Man kann gucken. Die kommen alle schön runter. Ja, 10 Grad ist deutlich angenehmer vom Winkel her. Ja, und da kommen sie, ne? Schön mit 30 Fuß Abstand. Und die hauen dann schön die ganze Truckreihe weg. Ist natürlich totale Verschwendung an Bomben, aber es geht hier ums Trainieren. Ja, darum geht's.
rein ins Cockpit. Und dann machen wir jetzt noch mal ganz kurz die Raketen und machen jetzt mal einen Pop-up. Wir schalten auf die 151er Raketen und hauen jetzt ein bisschen Infanterie weg. Das heißt, wir fliegen sehr, sehr flach an, gehen kurz vorher hoch, ziehen eine kleine Rolle und schießen im Prinzip ein paar Raketen aufs Feld, wo wir ungefähr wissen, dass die Infanterie dasteht. Auch hier gibt es keinen festen Anflugwinkel oder so. Es kommt immer aufs Gelände an. Ja, was haben wir für ein Gelände zur Verfügung? Wir sollten natürlich möglichst nicht so hoch poppen, dass die uns schön reinschießen können. Also muss man gucken. Manchmal poppt man einfach aus einem Querwinkel hoch, ja, sodass man quasi hochpoppt und dann nach links oder rechts rollt, um dann die Raketen rauszuhauen oder die Gun oder was auch immer ihr dann gerade üben wollt. Ja, und auch da kann man nicht hundertprozentig sagen, was ist die beste Entfernung, was ist Maximum, was ist Minimum. Es kommt immer aufs Gelände drauf an. Gerade bei Pop-Up habt ihr keine Berge oder was auch immer. Das ist ein Pop-Up immer sehr schwer. Und wir müssen wissen, wo der Gegner ist. Ja, da sehen wir jetzt ein bisschen Rauch. Und ich würde einen kleinen Pop-Up jetzt in diese Richtung machen. Ganz klein bisschen Deckung durch den Berg, durch den Hügel. Beherzt nach oben. Reinrollen. Raketen raus. Die Salven. Und gleich wieder weg. Es war jetzt einfach schlecht getroffen. Aber das System ist, denke ich mal, klar. Dann machen wir nochmal. Wir nehmen jetzt mal die High Explosive Raketen, also die Heat. High Explosive Anti-Tank. Das sind die Mark 5. Machen wir nochmal. Und versuchen wir nochmal vorne ein paar Tanks wegzuhauen. Na ja, dazu muss man dann ungefähr aber wissen, wo sind die Ziele, ne? Aber wenn man erstmal ein paar abgeschossen hat, dann sieht man durchaus Rauch und Qualm. Und hoch ist jetzt mehr oder weniger ein gerader Pop-Up. Und ganz kurz runter. Und weg, 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 weg. Ne, Mensch, wir sind viel zu dicht eigentlich dran. Ah, die schießen auf uns. Pull up, pull up. Pull up, pull up. Ja, und so kann man jetzt eigentlich üben, solange wie man möchte. Mehr ist es nicht. Eigentlich easy. Wie gesagt, 20 Buttons circa, um mit der A10 wirklich erstmal Spaß zu haben. In meinen Augen. Und wenn man sich damit dann so ein bisschen beschäftigt hat, dann kann man weitergehen, ne? Also wenn einem das Flugzeug gefällt. Es kann auch sein, dass man jetzt feststellt, ach, ist nicht so meins, aber dann kann man anfangen, immer mehr Systeme einzeln nachzulernen. Durchaus auch mal einen Cold in Dark Start sich anzugucken. Die Reihenfolge hiernach wäre für mich mehr oder weniger so, wirklich mal den Cold in Dark Start zumindest zu gucken, ne? Was wird alles so angeschaltet beim Cold in Dark Start, was für Systeme werden aktiviert, damit man einfach mal einen Überblick hat. Man muss es dann ja nicht ständig machen. Und dann durchaus erstmal mit den Mavericks spielen, und zwar den optischen und den Infrarot-Mavericks. Die lassen sich noch relativ einfach bedienen. Und danach würde dann, ich sage mal, der Target-Pod kommen. Die ganze Kontrolle über das Festlegen von SPIES, also Search Point of Interest, Mark Points festlegen, lasergelenkte Waffen abfeuern, JDAMs abfeuern, GPS abfeuern, ja, also GPS-Waffen abfeuern, und am Ende dann auch sich mit den Countermeasures, also mit den Gegnermaßnahmen beschäftigen,
Und dann durchaus erst mit der Navigation. Das ist so meine Reihenfolge. Das muss dann aber jeder für sich selbst entscheiden. Gut, liebe Leute, dann soll es das gewesen sein. Wie gesagt, es ging eher darum, wirklich den Leuten so ein bisschen die Angst vor der Komplexität und vor dem Umfang von DCS zu nehmen, weil ich immer wieder auch Kommentare lese, dass Leute wirklich sich mal ein Modul gekauft haben und das aber dann ja kurz angetestet und nie wieder angeguckt haben. Das ist einfach viel zu schade, finde ich. Denn man kann sich die Schwierigkeit von DCS so gestalten, wie man es selbst einfach möchte. Und gerade durch den Missionseditor kann man sich auch die Mission so einstellen, wie man möchte. Wenn man einfach nur auf ein paar unbewaffnete Gegner schießen möchte, dann kann man das einfach machen. Das ist easy peasy, kann ja trotzdem schon Spaß machen. Gut, am Ende, wie immer der Hinweis auf unseren JD Community Discord Server. Eigentlich eher für den Microsoft Flight Simulator, aber wir haben auch ein paar Leute da, die DCS spielen. Und ich kann euch nur anbieten, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Probleme, dann kommt zu uns auf den Discord. Und ihr könnt euch dort natürlich auch einfach nur mit anderen Leuten ein bisschen unterhalten oder chatten. Und vielleicht sogar den einen oder anderen Mitspieler für einen Multiplayer-Flug finden. Den Link zum Discord findet ihr oben rechts auf meiner YouTube-Seite bzw. in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen oder vielleicht so ein klein wenig geholfen hat, dann lasst bitte wirklich einen Like da. Das ist unheimlich wichtig für das Rating bei YouTube. Und wenn ihr mich langfristig unterstützen wollt, dann denkt vielleicht auch über ein Abo oder eine Kanalmitgliedschaft nach, sofern ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten wünsche ich euch für immer einen schönen Tag und sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.